Schon im zweiten Bus ein Treffer. Eine kleine Familie. Der Mann trägt zwar Maske, doch die Nase ist draußen. Ein No-Go. Das kostet jetzt 50 Euro. Das ist Vorschrift, muss getragen werden von allen, auch über der Nase. Wie gesagt, es kommt per Post und dann können Sie sich dazu äußern oder dementsprechend mit dem Bußgeld, ja? Okay. Gut. Wir sind mit drei Stadtpolizisten in Wiesbaden unterwegs. Begleiten Sie bei Ihrer Kontrolltour. Ab heute gilt ein Strafgeld von 50 Euro, wenn man in Bus oder Bahn keinen Mundschutz trägt oder nur so tut, als ob. Also keine Vorwarnung mehr. Die nächste Buslinie. Ein kurzer Blick des Polizisten. Auch auf dieser Strecke sehen wir mehrmals Menschen, die ihre Maske falsch tragen. Bedeckung tragen. Sie tragen es unterhalb der Nase. Das ist nicht so korrekter Sitz. Das heißt, ich bräuchte jetzt einmal bitte von Ihnen einen Ausweis. Stadtpolizist Marcel Schmidt nimmt die Personalien auf. 50 Euro werden nicht sofort fällig, müssen aber gezahlt werden. Die Geldbuße überrascht den Fahrgast. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Teuer. Ist es denn nachgewiesen, dass wenn man das unten hat, dass er über die Nase... Das geht über alle Wege. Das wusste ich nicht. Nicht wissen oder nicht wissen wollen scheint verbreitet. Im nächsten Bus sprechen die Polizisten diese Frau an. Für ihre raushängende Nase hat sie eigentlich keine Erklärung. Sie sagt, sie sei doch gerade erst eingestiegen. Dabei haben die Beamten bewusst einen Moment abgewartet. Da sie sich nur mit Krankenkassenkarte ausweisen kann, werden erstmal ihre Daten festgestellt. Sie wird zahlen müssen. Die Maskenpflicht soll zum Eindämmen des Virus beitragen. Und doch, Ausreden hören sie hier oft. Ich habe mir nur kurz die Nase putzen wollen. Ich musste nur kurz niesen. Ich krieg schlecht Luft. Mir rennt der Schweiß. Ja, der Standard halt. Viele in den Bussen glauben, irgendwie getragen, reiche. Wie sie sitzt und ob sie hilft, interessiert manche offenbar nicht, sagt die Polizei. An der nächsten Haltestelle beobachten die Beamten eine Frau. Sie steigt ganz ohne Maske ein und präsentiert ein Attest. Müssen Sie das dem Busfahrer zeigen und dann setzen Sie sich vorne hin und fertig. Dann brauchen Sie auch keinen Mundschutz. Wenn das vom Arzt bestätigt ist, dann brauchen Sie keinen. Wir fragen genauer nach. Sie haben einen Attest dabei, habe ich gehört. Ja. Warum? Was ist passiert? Ich bin schwer Asthma krank und mit der Lunge. Weil ich meine Wohnung ist feucht und schön. Ich ziehe jetzt auf dem Nest aus. Ich bin durch die Wohnung krank geworden. Okay. Das heißt, eigentlich müssten Sie es dem Fahrer ja zeigen. Er weiß das auch. Er weiß das. Weiß ihn alle. Jeden Tag Kontrollen in vollen Bussen. Den Polizisten ist manchmal selbst mulmig zumute. Also für mich gehört es einfach mit dazu, dass selbst wenn ich aus dem Bus rauskomme, mein Desinfektionsmittel benutze. Zeigen Sie mal. Also ich habe sowohl ein Fläschchen mit Flüssig und auch nochmal in Gelform einstecken. Gerade wenn ich die Leute dann anspreche, so wie auch bei dem Herrn eben, der die Nase, der die Bedeckung noch nicht komplett anhatte, habe ich erst den Moment abgewartet, bevor ich diesen Schritt nochmal zusätzlich auf ihn zugegangen bin, um da die Ansprache weiterhin fortzusetzen. Ja. 6 Stunden Fahrt, 15 Busse insgesamt, in jedem zweiten Bus ein Fall. Die Kontrollen nützen offenbar und kommen gut an. Wie wir in die Stadt gefahren sind, war ein älterer Herr, der hatte auch nur bis hierhin. Ja, ansprechen darf man die Leute nicht, dann werden sie pampig. Und ich finde es berechtigt. Ich finde, es sollte öfter gemacht werden und es sollte regelmäßig Kontrollen geben. Und ich finde auch das mit dem Bußgeld gut. Unsere drei Polizisten sind am Ende der Schicht zufrieden. Insgesamt hätten sich in Wiesbaden heute viel mehr Menschen an die Maskenpflicht gehalten als in den vergangenen 2 Wochen.